Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. Na du, wir sind mal wieder im Pausenmodus. Warum das? Ja, ganz einfach. Wir werden jetzt mit diesem Zug hier weiterfahren nach Hamburg. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht. Moment, ich lasse mal laufen. Drücke auf den hier und dann suchen wir uns wieder unsere Position hier oben. Und jetzt geht's, wie gesagt, nach Hamburg und danach werden wir natürlich die Strecke weiterbauen. Weil wir sind hier ja noch ziemlich am Anfang. Aha, gleich mal zu Beginn schön viergleisig. Es geht, glaube ich, links raus. Ja, da drosselt auch das Tempo. Das wäre eigentlich nochmal ein Moment, um den Zug zu sehen. Das ist schon ein stattliches Teil, muss ich sagen. Danke für diesen Tipp. Also runtergeladen habe ich den tatsächlich eigenhändig, selbstständig. Aber ich weiß nicht, ob ich den tatsächlich genommen hätte jetzt für diese Strecke. Muss aber schon sagen. Gefällt mir sehr gut. Also, gehen wir wieder in Stellung. Wir sind relativ langsam mit unseren 60 km/h, aber okay, ist auch kurvig. Ach genau, ich weiß sogar, wo wir sind hier. Ist das nicht in der Nähe von Pettendorf? Dieser neuen Stadt, die wir da noch hingestellt haben? Wo es jetzt so ein bisschen, ja, außen rum geht. Ja, wir werden es gleich sehen, wenn ich mal nach rechts gucke, wenn hier der Hügel weg ist. Ja, da hinten ist Pettendorf. Ist zwar noch ein ordentliches Stückchen weit weg. Ah, Kollege TGW. Oh, da kommt wieder der Holländer. Sehr schön. Und wir können hier tatsächlich relativ frei fahren. Jetzt habe ich, glaube ich, zu Beginn des Baus oder in der letzten, vorletzten Folge mal gesagt, wir bauen das eingleisig. Das können wir uns aber schenken. Wenn wir natürlich Gleis nutzen, was wir schon haben, zumindest zum Großteil, dann ist das automatisch zweigleisig. Das würde im Umkehrschluss wieder heißen. Ja, da können wir auch mehr als nur diesen einen Zug verwenden. Das würde ich im Moment aber noch nicht machen, weil ja, wir haben die Strecke noch nicht. Wir haben jetzt einfach das mal gemacht, damit wir hier mitfahren können. Ich würde das auch gerne. Wenn es irgendwie geht, ja, wisst ihr, was wir machen können? Wenn wir jetzt das nächste Teilstück dann angeschlossen haben, dann kaufen wir einen neuen Zug, setzen den auf die Gleise und fahren die neu gemachte Strecke mit. Und ich würde halt tatsächlich die ganze Strecke dann aber nochmal machen. Vielleicht in die Gegenrichtung, das ist doch auch eine Idee. Dass wir dann zurückdüsen nach, wo haben wir denn angefangen? Irgendwo haben wir angefangen. Muss ich da auch noch gucken. Nicht, dass wir da wieder hinbauen. Aber dafür haben wir den Fahrplan, also das müsste klar sichtlich sein. Wo wir mit der Strecke angefangen haben. Sehr schöne Brücke hier, definitiv. Leider fährt gerade keiner rüber. Das wäre jetzt natürlich noch schön gewesen. Das müsste eh die Schnellzug-Hybrid-Strecke sein. Das ist ein Monster von Brücke. Das weiß ich so gar nicht mehr. Schau mal einer an. So, und immer eigentlich schön, wenn man so eine Folge anfangen kann und dann das erste gleich mal mit dem Zug mitfährt. Da bin ich eigentlich schon Fan von. Wobei, ich baue natürlich auch gern. Das muss man wohl auch, wenn man Transportfieber liebt. Ganz klar. Für mich halt Modelleisenbahn, sage ich immer wieder. Das hat mit echter Eisenbahn... Ja, natürlich hat es mit echter Eisenbahn auch zu tun. Wenn wir hier so sitzen, sowieso. Ist ganz klar. Aber grundsätzlich ist das für mich halt trotzdem einfach eine Modelleisenbahnanlage. Und zwar unsere. So, da vorne geht es wieder über die Brücke. Dann kommen wir dann langsam nach Hamburg rein. Bin ich ungeduldig? Nein, eigentlich nicht. Aber ich möchte weiterbauen, muss ich gestehen. Wobei, Herr Eisenberg, lehnen Sie sich mal zurück. Genießen Sie die Fahrt. Weil da werden wir jetzt ein Momentchen haben, bis wir wieder gebaut haben. Wobei, es kommt natürlich darauf an, wo wir hinwollen. Eben, Heisenberg City stand eben auch noch zur Diskussion, dass das ein bisschen die heimliche Hauptstadt ist der Map. Dass wir da vielleicht doch auch noch irgendwie kurz hindüsen. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal in Ruhe an, was wir da genau machen. So, dieses Stück hier vorne, links, da geht's lang. Das haben wir neu gebaut, das weiß ich noch. Weil das hatten wir noch nicht, dass wir hier rüber können. Jetzt können wir es. Das können wir natürlich auch für andere Züge wieder mitnutzen. Wenn es denn sein muss. Da noch die Wegpunkte hat man auch gar nochmal schön gesehen. So, jetzt kannst du wieder ein bisschen Stoff geben. War natürlich klar, dass so ein Schnellzug, der so eine Metropolenlinie bildet oder bestückt, also im Sinne von, dass er da halt ja, fährt. Der kann natürlich nicht, der kann sich nicht austoben. Also der kommt hier nie auf das Tempo, was er normalerweise hat. Das ist aber auch nicht die Idee. So, ich möchte hier kurz runter, damit wir den hier nochmal haben. Finde ich auch immer sehr schön. Ja, vor allem wenn man eben so einen Sound hat. Das ist genau das, was ich wollte. Sehr cool. Was haben wir hier noch Schönes? Den Hafen da unten, guck mal hier. Da ist zwar die Performance dann gleich nicht mehr so gut, aber man sieht ihn relativ deutlich. Hier haben die Banken gebaut, so wie es aussieht. Und da hinten ist dann eigentlich die Stadt. Ist das schon ein bisschen zusammengewachsen? Ich glaube ein bisschen schon.
Da kommt noch mal einer, die weiße Lady. Auch sehr schön vom Sound her. Ja, so ein bisschen fehlen da noch Häuser. Aber das können wir natürlich, wenn die Stadt das selber nicht hinkriegt, dann gehen wir da mal noch vorbei und stellen da selber noch ein paar Häuser hin. Das ist natürlich auch klar. Da kennen wir nichts. Das machen wir einfach. So, es geht ein bisschen in die Stadt rein und dann geht's vorne links raus. Hier, da hat es gerade umgeschaltet. Erstaunlich auch hier, wie frei wir fahren können. Wir haben keine großen Wartezeiten. Da vorne muss einer warten. Das ist aber klar. Da ist die Polizei unterwegs. Sehr gut. Das gibt einem das Gefühl von Sicherheit im Idealfall. Und hier haben wir wieder eigenes Gleis. Zumindest bis wir im Bahnhof drin sind. Sehr schön. Ich staune gerade, wie schön der tatsächlich ist. Zuerst hatte ich ein bisschen Mühe, muss ich gestehen, mit der Farbe. Ich finde dieses Silber ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Aber cool aussehen tut er natürlich trotzdem. Und guck mal da hinten. Da haben wir noch ein freies Gleis. Sind wir hier tatsächlich in einem eigenen Gleis drin? Also ich würde mal sagen, ja, so wie es aussieht. So, da haben wir nochmal im Hamburger Hauptbahnhof. Danke für die Mitfahrt. Sehr schön. Gucken wir doch gleich mal. Oh, ein Bling-Bling haben wir auch noch. Gucke ich mir auch gleich an. Ja, logisch haben wir ein eigenes Gleis. Das haben wir extra gebaut. Gut, warum haben wir ein Bling-Bling? Er und er haben. Ach, das sind unsere beiden. Ach, wisst ihr, was wir hier gerade noch machen, wenn wir gerade da sind? Das stand auch in den Kommentaren. Nimm doch die Oberleitungen weg. Das mache ich jetzt auch. Weil das ist ein Diesel, die Lokomotive. Da brauchen wir, halt, aber ich brauche das hier. Da waren wir beim besten Willen vieles, aber keine Oberleitung. Das sieht dann natürlich auch gleich besser aus. Das ist auch ein Diesel. Wo fahren wir lang? Jetzt muss ich aber doch noch gucken. Nicht? Oh, das ist gefährlich. Ich weiß nicht, wer hier noch unterwegs ist. Nee, das ist mir zu gefährlich, muss ich gestehen. Da nehme ich die Oberleitung nicht weg. Zumindest, wir können es. Nee, wir gehen ja nicht ins Gleis rein. Moment, kann ich mal die Linie haben? Das wäre vielleicht am einfachsten, wenn wir es so machen. So, und jetzt dann aber das richtige Werkzeug nehmen, nämlich das hier, dann sehe ich nämlich wie, was, wo. Hier ist aber echt noch ein Diesel unterwegs, also das stört uns natürlich nicht. Also dahingehend, dass wir hier keine Oberleitung brauchen. Habe ich es jetzt hin oder weg? Moment, nochmal gucken. Hier ist er. Jetzt ist er weg. Zack. Jetzt ist er hier wieder da. Das heißt, hier war sie, jetzt. So, gut, das muss weg. Dann geht es hier vorne rein und dann eben hier. Das können wir auch wegnehmen. Sehr gut, dann können wir das wegnehmen. Ja, ja, wenn wir eigenes Gleis haben, geht es natürlich. Und das ist schon für den Zug einfach schöner, ganz klar. Das ist ein Diesel, der braucht diese Oberleitung nicht. Und wenn wir hier schon ein eigenes Gleis haben, dann machen wir das natürlich auch. Danke für die Idee oder für den Input. Jawohl, passt, gut. Also, Fehlermeldung. Jetzt ist die Fehlermeldung weg. Ich habe eigentlich noch gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich nochmal gucken. Lassen wir mal laufen. Aha. Ah, jetzt fahren sie halt wieder irgendwie durcheinander durch. Aber warum hatten wir da eine Fehlermeldung? Die Weiche ist ja versetzt worden. Das haben wir ja extra korrigiert. Ja, jetzt haben wir die Fehlermeldung wieder. Dreh dich mal. Ein bisschen und fahr. Du müsstest eigentlich das Signal beachten. Haben wir hier nochmal ein Signal irgendwo? Nee. So, wenn du dich jetzt drehst, dann müsstest du doch hier warten. Hier haben wir doch ein Signal. Wenn du hier wartest, kann er fahren. Er wartet aber auf freie Wege. Warum dies, warum das? Wieder eine Fehlermeldung. Okay. Da vorne haben wir ein Signal. Das reicht eigentlich. Oder was haben wir denn hier für eine Linienführung? Ach, er möchte hier lang. Okay, das kann natürlich nicht gehen. Er muss ja hier lang. Warum macht er denn das jetzt wieder nicht? Muss ich dir echt nochmal muss ich dir allen Ernstes noch kurz einen Wegpunkt geben? Spendieren. Sieht ganz so aus. Also einmal Wegpunkt. Linie verwalten, nach, was haben wir hier, Morgsbach Lebensmittel, wollen wir dieses Gleis bitte nutzen. Aha, und dann geht's nicht, weil, Moment, ja, jetzt geht's. Also jetzt müsste es zumindest gehen, die Fehlermeldung ist weg. Ja, jetzt fährt er auch, dann sieht man, der nutzt das sogar zweigleisig, darf er gerne machen. Ja, jetzt hat es wieder seine Richtigkeit. Gut, wir düsen zurück nach Hamburg. Wenn ich es finde, heiliges bisschen. Wir haben hier schon relativ große Städte mittlerweile. Weißwasser, hier ist Hamburg. Also, jetzt ist halt die Frage, wohin mit unserer Metropollinie.
Nach Heisenberg City wird es nochmal massiv zurückgehen. Ich würde sagen, wir suchen uns mal nochmal die größten Städte. Ne, nicht Name, sondern... Achso, ich bin bei der Produktion. Hier, die Größe brauche ich. Kommen, Hamburg haben wir verbunden. Jetzt wäre Lichte hier zumindest das nächste. Lichte ist aber da hinten. Das ist eine ewig weite Strecke. Nach Pettendorf. Ja, das ist okay. Das müssen wir gar nicht mehr länger betrachten. 5 Stück haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und eventuell dazu dann noch Heisenberg City. Ja, dann ist klar. Von hier unten düsen wir hier rauf. Nach... Ne, ist aber Neustadt. Wo ist ein Pettendorf? Hier. Ne, das ist auch nicht Pettendorf. Hier ist Birkenstöcke. Sag mal. Wo haben sie denn jetzt Pettendorf hingetan? Das war da irgendwie hier auch in der Mitte. Hier unten ist, das ist die Güterzentrale. Neustadt? Ich habe noch gesagt, wir sind dran vorbeigefahren. Wir müssen einfach zurück. Hier ist Pettendorf. Ja, das können wir eigentlich machen. Gut, schauen wir mal schnell. Dann ist es halt ein bisschen hin und zurück. Das ist ja eigentlich auch egal. Das passt schon. Während unser Zug, der ist jetzt natürlich wieder unterwegs zurück zum Startbahnhof. Das werden wir dann entsprechend einfach anpassen bei der Linie, sobald wir eben die weiteren Sachen haben. Also, wenn der jetzt hier wieder zurückfährt, was er ja eh macht, dann müsste er irgendwie nach Pettendorf rein. Hier vorne ist er eh, schaut mal. Und dann würde er wahrscheinlich hier lang. Hier auf die Brücke und dann hier vorne rein. Ja, das passt eigentlich auch schon. Da müssen wir schnell gucken. Wir haben hier eigentlich diverse Gleise noch frei. Eigentlich alle, die hier so rumlungern, hier, die sind alle frei. Kann ich? Ja, jetzt ist halt wieder das Problem. Jetzt haben wir natürlich dann wieder... ich sehe schon, komm. Ich schnapp mir mal ein Gleis. Und zwar ein schnelles hätte ich gerne. Ach ja, ich habe noch eine neue Mod installiert, dass diese blauen Teile weg sind. Könnt ihr euch erinnern, wir hatten hier tatsächlich immer diese blauen Boxen. Wie das jetzt aber genau geht, man kann da glaube ich tatsächlich sogar die Strommasten, die Oberleitungen selber setzen. Das müsst ihr mir mal nochmal ansehen. Falls die eben mitten im Gleis drin stehen, das Problem kennen wir ja. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ich würde das vielleicht sogar mit einem separaten Gleis machen. Allerdings, ja doch, mit andocken. Geht das? Das werden wir gleich wissen. Ui, Moment. Ja, wenn ich andocken will, muss ich es von hierher kommend machen. Da muss ich aber die Brücke schön erwischen. Dann haben wir eine Brückenpfeiler-Kollision. Ich habe es kommen sehen. Weil im Prinzip könnte natürlich auch einfach hier rein. Aber ich glaube, man sieht es eh schon. Dann haben wir hier halt wieder das Problem. Zack, da hängt wieder so ein Ding drin. Das wäre natürlich am einfachsten. Ja, weil ich glaube nicht, dass wir hier tatsächlich mit dem dritten Gleis... Können Sie ja mal testen. Hier hinkommen. Oder gibt es hier eine Stelle, wo es funktioniert? Oh, okay. Dockt das auch an? Ja gut, Problem gelöst. Sehr gut, gar nicht lange überlegen. Jetzt nur nicht falsch klicken. Dankeschön. Passt. Gut. Passt wirklich? Ja, hier ist... Ja, ist völlig in Ordnung. Und jetzt müssen wir halt hier trotzdem ins Gleis rein irgendwie. Geht das hier noch? Sonst müssen wir das Depot nochmal kurz bearbeiten. Ja, da komme ich nicht rüber. Und hier haben wir genau den Rest der Brücke und ein Signal. Ich mache mal das Signal weg. So, damit wir hier vielleicht rauskommen. Ja, das geht nicht. Ja, das hätte mich gewundert. Wenn es funktioniert. Hier wird es gehen. Oh, guck mal, hier geht sogar halbwegs. Hier haben wir nicht irgendwie dieses Geländer im Weg. Also ein bisschen natürlich schon. Oder soll ich weiter vorn rein? Da muss ich das aber nochmal kappen. Da kommen wir nicht rüber. Das geht nicht. Vielleicht so. So wird es gehen. Ist dann irgendwie interessant von der Konstruktion her. Weil das geht nicht. Man sieht's. Oder in kleinen Schritten. Erstmal hier rein. Guck mal, sonst nehme ich sie wieder weg. Dann hier rüber. Ja, da ist überall Kollision und gib ihm und kannst nicht und geht nicht. Okay, nehmen wir es wieder weg. Ein Versuch war es wert. Aber wie kommen wir denn jetzt hier vorbei? Soll ich das tatsächlich kappen? Wäre irgendwie auch schade. Aber wir wollen natürlich hier rein. Oder sollen wir halt in Kauf nehmen, dass hier wenigstens ein bisschen... Moment, wenn ich das so mache, ein bisschen weiter zurück. Es wird dann natürlich immer langsamer. So geht's doch. Natürlich, der Zug, wenn er hier durchfährt, der kommt hier trotzdem ein bisschen ran. Ne, es gefällt mir halt trotzdem nicht. Ich muss gestehen, jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich mach das mal weg und dann gucken wir, wie wir das wieder hinkriegen. Dass wir das Depot wieder anschließen. Irgendwie wird's gehen. Ich weiß, ich habe noch ein Signal gekappt.
Das kriegen sie auch zurück. So, irgendwie da rein. Und dann passt. Oder? Wollen wir? Wir wollen eigentlich... Jetzt muss ich ganz schnell gucken. Doch, wir würden gerne schon, wenn es irgendwie geht, zweigleisig operieren. Ja, geht nicht. Kollision. Da sind halt auch schon wieder Signale. Wo haben wir denn hier überall Signale? Die sind relativ nah beieinander. Muss ich gestehen. Nehm das mal weg. So, das lassen wir mal. Und jetzt müsste ich doch hier rauskommen. Das tue ich auch. Hier rein. Jawohl. Funktioniert. Hier brauchen wir das noch, damit es zweigleisig wird. Jetzt müssen wir sowieso schnell gucken, wie wir das mit den Signalen lösen. Hier natürlich nicht. Ist eingleisig. Aber jetzt muss dieses Signal hier hin. Hier muss eins hin. Da ist eigentlich okay. Das können wir lassen. Und hier in die Richtung. Haben wir hier auch mal immer noch einen Block? Nö. Naja gut, das ist uns ja egal. Das ist ja nicht unser Gleis. Das hier ist unser Gleis. Also, aber, oh, Moment, das muss weg. Das ist natürlich jetzt viel zu nah an der Weiche. Und dann haben wir ewig lang keins mehr. Das können wir eigentlich auch ändern. Hier noch eins. So, dann kommen wir hier rein. Dann würde das soweit funktionieren. Jetzt muss ich aber nochmal schnell schauen. Wo sind wir denn? Ja, hier. Doch, doch, das passt schon. Von hier, hier rüber, hier rein. Und dann können wir hier ausfädeln und gehen hier in unser eigenes Gleis rein. Das würde heißen, das würde eigentlich schon passen. Lass mich mal die Universallinie nehmen. Nicht die Universallinie. Blödsinn. Die Metropollinie. Da, Metropolenexpress. Warum mache ich es wieder zu? Das weiß ich auch nicht. Machen wir es doch nochmal auf. So, genau. Haltestelle hinzufügen. Nach Hamburg. Käme Pettendorf. Ich mache die Doppel-1. Da wurde auch gefragt, was ist das für eine ominöse Doppel-1? Vielleicht habt ihr das gerade gesehen. Dann wird aus diesem Weiß, was hier so standardmäßig dargestellt wird, eben wieder dieses Grün, was wir normalerweise haben. Macht er das richtig? Nein, sieht nicht so aus. Ist auch noch eine ungünstige Farbe. Machen wir doch hier mal ein Gelb. Ja, nee, er nimmt nicht das richtige Gleis. Das können wir aber natürlich ändern. Und zwar Pettendorf. Wir würden gerne in die 10 rein. Jawohl, das passt schon. Sehr gut. Dann würde das eigentlich funktionieren. Zweigleisig ist es auch. Ja, passt. Sehr gut. Ja gut, dann würde ich sagen, lasst uns zukaufen hier hinten und die Strecke abdüsen. Wobei, wisst ihr, was natürlich jetzt das Problem ist? Richtig. Wenn wir jetzt den Zug wieder neu kaufen, ich muss ihn... Ja gut, das ist eigentlich egal. Dann machen wir das halt so, dass wir den tatsächlich nochmal neu kaufen. Ich wollte gerade sagen, ansonsten wäre es natürlich schon so, mit Kopieren würde es besser gehen. Aber ist eigentlich egal, weil den haben wir schnell zusammengestellt. Weil sonst müssen wir wieder warten, bis der andere da ist. Das ist ja auch nicht, was wir wollen. Also, Fahrzeug kaufen. Das wäre mal elektrisch, der Kollege hier. Welchen haben wir denn genommen? Ich nehme mal den hier. Ich gucke mal, dass wir beide verwenden können. Also hier. Auch relativ schnell hier oben, genau. Wie habe ich denn das... Ach so, ja, da weiter unten. Ich wollte sagen, wie habe ich das mit dem Steuerwagen gelöst? So, machen wir es so. Dann haben wir den Steuerwagen. Kaufen. Zuweisen. Metropolenexpress. Heute in Gelb. Und dann kommt er hier auch raus. Und zwar aus der anderen Richtung. Und dann werden wir hier natürlich einsteigen und nach Pettendorf raufdüsen. Und dann natürlich gucken, dass wir von Pettendorf wieder irgendwo anders hinkommen. So. Ist keine logische Linie, würde ich sagen. Also von der, wie soll ich sagen, von den Stationen her, wie wir sie haben. Es ist aber halt einfach eine weitere Linie, die wir haben, die wieder Züge beschert sozusagen, die uns wieder ein paar Fahrtkilometer beschert und die halt Spaß macht. Mir geht es darum, weil es ist natürlich schon nicht logisch, vom Startbahnhof nach Hamburg fahren, an Pettendorf vorbei, um dann wieder zurück nach Pettendorf zu fahren. Zumal wir haben wahrscheinlich von Hamburg nach Pettendorf werden wir eine Regio haben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das macht ja auch nichts, wenn die doppelt beliefert werden. Es geht ja einfach darum, dass wir hier viele Züge haben. Und dass er halt schon einen gewissen Sinn sollten sie schon haben. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Wir haben mal bei, das war glaube ich Tränenfieber früher, mal auch gemacht. Wir machen jetzt einfach nur, ist eigentlich egal, was die Züge machen, sie sollen einfach fahren. Das heißt, wir sind dann mit Kesselwagen Holz abholen gegangen. Einfach weil wir Kesselwagen haben wollten. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, das macht gar keinen Spaß. Du hast halt dann gar keine Herausforderung mehr. Und das ist ja nicht, was wir wollen. Also eine komplett, wie soll ich sagen,
ja, halt keine Herausforderung mehr, dann hast du die Motivation irgendwann auch nicht mehr weiterzubauen. Das habe ich zumindest festgestellt. Deswegen bin ich schon auch darauf bedacht, dass wir eben doch relativ sinnvolle Linien machen. Und unsinnvoll oder unsinnig ist die natürlich trotzdem nicht, weil man kann das ja so machen. Und vor allem ist es dann doch wieder ein längerer Weg. Ich staune, wie weit das jetzt doch wieder nach Pettendorf rein ist. Da hinten ist wieder die rote große Brücke. Ja, hier sind überall Brücken und zwar relativ kolossale, wie ich finde. Auch sehr schön halt, sehr schön gemoddet. Hier kommen wir wieder auf die eigenen Gleise. Sind zwar nur 2,50 Meter, aber immerhin. So, dann geht's auf die Brücke rauf. Warum haben wir hier eigentlich eine Brücke? Weiß das jemand? Weil darunter ist ja nichts. Wieso haben wir hier eine Brücke hingestellt? Das weiß ich tatsächlich auch nicht, aber irgendeinen Grund wird es ja wahrscheinlich haben. Damit wir die Höhe abbauen können vielleicht. Vielleicht hatten wir hier eine Höhe. Ja, da hinten haben wir die weiße Lady. Eine Höhe, die wir eben abbauen mussten. Und dann haben wir das mit dieser Brücke gemacht. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Und wenn es uns jetzt tatsächlich stört, wir könnten natürlich zum Beispiel einen Fluss noch hier lang ziehen. Das würde alles gehen. Können wir uns ja mal noch ansehen. Ob wir da noch was machen, damit diese Brücke ein bisschen mehr Sinn verleiht bekommt. Es ist ein ewiger Weg nach Pettendorf. Ich dachte, die Städte liegen fast beieinander. Da hinten haben wir, glaube ich, Weißwasser mit der Kirche auf dem Hügel. Sag mal, wie komme ich denn auf die Idee, dass die Städte eigentlich nah beieinander liegen? Das ist komplett nicht wahr. Wir fahren und fahren und fahren. Und vor allem sind wir hier eigentlich in die andere Richtung ja auch gerade gefahren. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das auf den Gleisen war, weil wir haben ja eine Umfahrung gemacht. Ist das da vorne, unser Kollege? Nö. Nee, das ist was. Doch, da ist er doch wieder. Der kommt schon wieder zurück. Aber eben, da sieht man, das ist genau die Umfahrung, die ich meinte. Das, was wir jetzt haben, das ist ein neuer Bereich. Und auch hier würde ich sagen, relativ schön. Freie Fahrt. Für unseren schönen Zug. Ja, wie er schlängelt. Wunderbar. Aber auch hier ist halt, je nachdem, wo du hinguckst, ist die Performance dann gleich wieder irgendwie um 30 Frames schlechter. Hier ist natürlich auch einiges, das darf man auch nicht unterschätzen. Hier nochmal ein bisschen runter. Das war der Knopf hier, genau. Aha, da kommt noch einer entgegen. Der kachelt aber nicht in uns rein. Nee. Okay. So, wir müssen links rüber, genau. Das mussten wir nochmal manuell einstellen. Da das Wahrzeichen von Pettendorf. Der hohe Turm. Und hier ist halt Richtung Bahnhof Performance nicht gut. Und sobald ich in die Richtung gucke, ist wieder besser. Okay. Ja, der Performance. Naja, der Performance, genau. Der Bahnhof. Der braucht halt offensichtlich doch einiges an Performance, so wie es aussieht. So, in Pettendorf sind wir angekommen. Haben wir eigentlich? Ne, wir haben noch keine Fahrgäste. Aber der Zug ist ja auch wieder neu. Das darf man auch nicht vergessen. Also das ist nicht der Zug, mit dem wir vorher nach Hamburg gefahren sind, logischerweise, sondern das ist ein neuer. Der muss sich auch wieder erstmal ein bisschen einleben hier. Auch sehr schöner Sound, wow. Und eben, hier geht's dann mit der Performance wieder. Das passt. Gut, gehen wir mal raus. Jetzt könnten wir natürlich schon die nächste Strecke uns ansehen. Das würde ich dann auch machen. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal kurz zurück. Wenn ich es finde... zu dieser Brücke, die ich eher als sinnlos empfunden habe. Das war... Da haben wir sie. Hier, wo er rüberfährt. Kriegen wir hier nicht irgendwie einen Fluss hin und dass wir hier noch irgendwie einen See haben, damit irgendwie das einfach ein bisschen besser aussieht. Das müsste doch gehen. Schnappen wir uns mal das Teil hier. Bisschen größer. Jawohl, plus minus so. Okay, das müsste eigentlich bereits passen. Wenn ich jetzt den hier nehme... Jawohl, dann kriegen wir unseren Fluss hier relativ schön hin. Oder relativ einfach zumindest. Moment, ich mache es anders. Ihr seht, ich korrigiere noch mal ein bisschen. Wir gehen hier unten durch. So, machen das hier noch mal ein bisschen breiter. So, die Grundidee ist halt tatsächlich, halt, ich möchte ja auch Wasser haben. Ach, diese Werkzeuge, die sind halt schon sensationell. Das muss man ja schon auch mal nochmal sagen. Eben, einfach, dass die Brücke hier irgendwo gewissen Sinn macht. Und so macht die Brücke Sinn. Jetzt ist ein bisschen die Frage, sollen wir hier in den See rein? Würde ich nicht, weil guck mal, wir sind schon wieder viel zu weit unten. Das sieht nicht gut aus.
Das würde ich anders machen. Und ich weiß auch schon wie. Wir schnappen uns Bäumchen. Und dann ist das hier im Prinzip hier versickert. Das Ganze, wenn man so will. Bäumchen haben wir hier. So, einmal hier außen rum. Hier noch ein paar Bäumchen. Die können wir sogar noch ein bisschen weiterziehen. Stört ja auch keinen. Wobei, jetzt haben wir sie, glaube ich, auf den Gleisen drauf. Muss ich nochmal kurz gucken. Naja, die werden halt auch auf die Gleise gesetzt. Das hatten wir auch schon, ganz klar. Die kommen wieder weg. So, hier versickert das Ganze im Berg drin. Ein bisschen. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel gewesen, aber ich finde, das macht halt doch schon wieder einen Unterschied. So, kann ich ihn noch kurz haben. Dann Werkzeuggröße auf Gleisbreite. Wenn ich es hinkriege. So, dann haben wir... Dann machen wir hier Bäumchen weg. Alle, die irgendwie stören, müssen weichen. Das waren sie, glaube ich, schon. Der Rest ist okay. Gut, war jetzt auch keine große Übung. Aber jetzt haben wir hier wenigstens eine Brücke, die Sinn macht, wenn man darüber fährt. Gut, also, wir schauen uns mal noch schnell an. Von Pettendorf, wo gehen wir denn jetzt hin? Dafür brauchen wir wieder unsere Stadt. Wieder die Größe. Ich bin schon wieder bei der Industrie. Stadt. Größe hat eigentlich gestimmt. Okay, von Kommen, Hamburg. Jetzt haben wir Pettendorf drin. Jetzt müssen wir nach Lichte oder nach Redwitz. Redwitz haben wir da hinten. Ja, wie wir es machen, es ist eine Riesenstrecke, die jetzt kommt. Ich würde sagen, wir gehen nach Lichte. Von Lichte aus werden wir dann nach Heisenberg City düsen. Dann haben wir das doch auch dabei. Da gebe ich mich geschlagen. Und von Heisenberg City geht es nach Redwitz. Jetzt müsste ich aber ganz schnell... Ja, aus Kommen kommen wir, genau. Und da wir ja jetzt wirklich nicht eigenes Gleis nehmen, werden wir da eben auch keinen Rundkurs machen. Das heißt, der Endbahnhof ist dann Redwitz. Gut, das würde heißen, von Pettendorf wollen wir ganz weit weg nach Lichte, nach da hinten. Ja, das könnte jetzt interessant werden. Oder soll ich mal die Linie einfach machen? Wisst ihr was, wir machen mal eine neue und löschen die wieder. Ich möchte einfach sehen, was wird hier übernommen. Oder funktioniert das überhaupt? Na, hier lang gehen und hier in den Bahnhof rein. Kriegen wir eine Fehlermeldung oder kriegen wir einen Vorschlag? Wir kriegen einen Vorschlag. Allerdings doch von hier hinten kommend. Ich ändere mal die Farbe auf. Was haben wir hier noch nicht allzu oft? Schwierig. Irgendwas Markantes? Vielleicht so. Ja gut, ich brauche die Linie einzeln. Damit ich sehe, was da genau passiert. Auge. Linie 1 zumachen. Okay, der fährt hier lang. Weil je nachdem können wir das 1 zu 1 übernehmen. Aha, hier unter der Stadt durch. Okay, dann hier rein. Das ist alles bereits. Man sieht es ja, bestehendes Gleis. Logischerweise sieht man es. Das heißt aber, wir müssen mit den Signalen schon mal nichts mehr machen. Aha, durch Weißwasser durch. Dann hier über die Brücke. Dann hier zurück und dann nach Pettendorf. Ja, ich würde das übernehmen. Ich würde aber, wenn es... jetzt muss ich überlegen. Nee, das passt ja... Guck mal, das passt ja komplett, weil wir sind sogar im richtigen Gleis drin. Ich habe gesagt, die löschen wir wieder. Okay, dann würde ich sagen, machen wir auch gleich. Das mal so. Schnappen uns das hier. Die muss weg. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht die falsche lösche. Kann ich hier gar nicht. Wir nehmen das andere Teil. Hier geht's. Die muss weg. Dann brauchen wir dich und nach Pettendorf. Gehen wir davon aus, das wird jetzt wieder genau gleich berechnet. Wäre komisch, wenn nicht. Wieder hier hin. Jetzt werden wir die Farbe wieder ändern. Dann haben wir die Kontrolle. Nein, das wollte ich nicht. Die Farbe wollte ich ändern. Was hatte ich vorher? Irgendwie das hier, glaube ich. Okay, gehen wir wieder raus. Und kontrollieren das nochmal. Da. Ja, logischerweise ist genau gleich. Ja gut, liebe Freunde, dann haben wir die nächste Strecke auch schon. Das ging jetzt zügig, also dafür, dass das so weit weg ist, Halleluja. Ich staune gerade ein bisschen. Nee, das ist halt der Vorteil, wenn man natürlich schon viel gebaut hat. Ja, dass man das tatsächlich dann einfach wieder entsprechend mitverwenden kann. Gut, zurück geht es wahrscheinlich auf einem ähnlichen Weg dann, würde ich sagen, weil von Pettendorf aus wollen wir dann ja nach Heisenberg City. Hier ist Pettendorf. Ja gut, dann machen wir das so. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir hier wieder einen Zug kaufen. Da unten haben wir ein Depot. Ja, oder wisst ihr was? Den kaufen wir noch schnell. Ach so, nee, wir haben das... Genau.
Ich habe noch gesagt, ich schließe es wieder an. Ja, guck mal an. Nee, hat nicht ganz geklappt. So, machen wir das jetzt. Oder auch nicht. Sag mal, irgendwie müsste ich doch hier... Oh, nö. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Da komme ich rein. Okay, machen wir es so. Wir machen hier eine Weiche. Habe ich nicht noch Signale da gekappt? Doch, irgendwie schon. Nö, jetzt geht das wieder nicht. Dock du mal hier an. Und geh irgendwo rein, wo du reingehen kannst. Ja, zum Beispiel hier. Dafür muss ich das nochmal wegnehmen. Das ist jetzt eine rein optische Sache natürlich. So, aber so geht's. Dann hätte ich hier gerne die Signale. Die Zwerge. Einmal drehen, dann hier beim Depot. Zack, zack. Und jetzt muss ich schnell gucken. Ne, die Signale haben wir wieder gerichtet. Ne, ne, das passt. Die haben wir ja angepasst. Das ist richtig. Gut. Ja, dann werden wir hier morgen einen weiteren Zug zusammenstellen. Und zwar natürlich nochmal so ein. Und dann von hier nach Lichte düsen. Ja, da freue ich mich drauf. Das ist eine lange Strecke. Das macht mit Sicherheit Spaß. Gut, suchen wir uns noch einen Zug. Und gerne einen, der auch ein bisschen Performance hat. Oder zumindest die Gegend, wo er unterwegs ist. Und das wäre hier. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Dann fahren wir mit dem mit, beziehungsweise mit seinem Kollegen, den wir neu kaufen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.